Hallo Freunde, heute mache ich für euch gebratene Paprika. Man nimmt die Paprika, schneidet sie durch und entfernt erstmal die Samen. Hier habe ich Knoblauch reingetan. Den muss ich mal wieder reinschneiden. Das ist auch ein einfaches Gericht mit viel Vitamine, die man braucht ja jetzt im Winter. Dann machen wir die schön klein. So. Auf Wiedersehen, einer ist abgegangen. Nicht schlimm. Nehmen wir halt ein weniger. So. Dann kommt Olivenöl, diese hier, das ist gut, so ein bisschen mehr als sonst, weil das verdampft ja, muss ich sagen. So. Dann kommen da ein paar Kapern rein, so etwa ein halbes Gläschen. Es sind ja so viele da, die habe ich schon abgeschüttet, so, da rein, das kommt da rein, dann schwarze Oliven, die wasche ich erstmal ein bisschen. Viel etwa kommt da rein. So, die kann man ein bisschen klein machen. So, muss man nicht schneiden. Dann kann man auch nur mit den Fingern machen. Ich finde, wir haben so gute und schöne Werkzeuge, die Finger, die Hände. Da braucht man nicht immer für jeden Ding ein Messer oder Gabel oder sowas. So, dann Hände waschen. Und dann etwas Petersilie, diesmal nicht zu viel, das reicht. Etwas Salz. So, das ist jetzt ein Teelöffel, so gehäufelt, ja? Auch rein. Fleisch fängt an zu wurzeln. Heißt das Wurzeln? Ja, ich glaube ja. Während anfängt, kann man die Paprika schon mal klein machen. So. Schön klein machen. So, ne? Ich könnte sie auch schneiden, aber warum? Das geht so aus. Ne? Das fangen wir an. Das müssen wir wegmachen. So. Hier, das wird nicht gut gefasst. Kommt hier raus. Ja. Schöne Stücke machen. So. Nicht so klein, denn nachher, wenn die so rein tust, wenn die das so ungefähr so richtig sein. Ne? Oh, schau mal, da ist noch eine drin. Das ist Willi. Na gut, ich kann das so rein. So. Bereit.
das Wasser rein. Hier. In die Biotonne. Okay, wenn das jetzt ganz weich wird, dann ist das fertig. Bis gleich. Tschüss.